Wenn du, und man könnte es so gesehen auch schon ein bisschen als Verpflichtung ansehen, seinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben im Hinblick auf Weltfrieden. Wenn du im Einklang mit dir selbst bist, wenn du mehr und mehr zu dir selbst findest, deinen Seelenplan entdeckst, ihn beginnst zu leben und dich um dich selbst kümmerst. Du merkst schon, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Welche Ausstrahlung hast du dann auf dein Umfeld, auf deinen Partner, auf deine Kinder, auf deine Familie? Was strahlst du da aus? Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen zur Seelenfreude-Challenge. Tag 7. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du auch heute hier wieder mit am Start bist zur Seelenfreude-Challenge. Tag 7 haben wir heute. Und du bist ja hier, weil du deinen Seelenplan entdecken und leben möchtest. Und ich habe mal eine Frage an dich. Wie sehr wünschst du dir Weltfrieden? Ich habe den Titel des heutigen Tages Seelenfrieden und Weltfrieden genannt. Wie sehr wünschst du dir Weltfrieden oder wünschst du dir überhaupt Weltfrieden? Dann schreib mal gerne ein Ja ins Kommentarfeld. Ich sehe schon, ich habe die ersten Zuschauer hier dabei. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich kann leider nicht sehen, wer es ist. Drück euch alle ganz lieb. Die Evelyn mit Y. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Evelyn. Vom Felsenland in Dahn. Liebe, liebe Grüße. Lass dir gut gehen. Schön. Ja, Weltfrieden, Seelenfrieden, den Seelenplan entdecken. Was hat das miteinander zu tun? Evelyn mit I, einen wunderschönen guten Morgen, auch zu dir. Sonnenschein. Ja, im Saarland dürfen wir heute ganz arg die Sonne im Herzen haben, denn hier ist alles trist und grau. Und kalt und überhaupt nicht meine Temperatur. Ich freue mich so riesig, wenn es im Juli nach Griechenland geht und mal wieder wärmere Temperaturen da sind. Jetzt im Mai und Juni geht nichts in der Richtung, weil unsere Tochter ja gerade mitten im Abi ist und da möchte ich natürlich auch hier sein und da gibt es ja noch einige Termine. Ich bin diese Woche, nächste Woche bin ich noch in Frankfurt, nee, nicht in Frankfurt, in Berlin. Dann bin ich ja noch in Österreich. Der Juni ist auch ziemlich verplant, ja, und dann geht es endlich wieder in warme Gefilde. Da freue ich mich drauf. So, aber ja, natürlich wäre Weltfrieden schön, liebe Evelyn. Schön, danke für deinen Kommentar. Dabei waren wir auch stehen geblieben. Weltfrieden, Seelenfrieden, Seelenplan entdecken. Womit hängt das zusammen? Welche Zusammenhänge gibt es da überhaupt? Und wir alle wünschen uns Weltfrieden. Es ist mir noch niemand begegnet, den ich gefragt habe, wünschst du dir Frieden auf dieser Welt? Der gesagt hat, nee, jeder wünscht sich das. Aber wo fängt denn der Frieden an? Wo fängt denn der Weltfrieden an? Fängt er da draußen irgendwo an in der Welt? Wo fängt er an? Der fängt hier bei dir selbst an, in deinem Herzen, in deiner Seele. Und wenn wir uns jetzt mal nur für einen Moment vorstellen, jeder Mensch auf dieser Welt, jeder hätte es beigebracht bekommen, so wie in Urvölkern das ja, die auch ja auf der Welt noch sind, allerdings in ganz geringer Zahl leider.
wie man denen noch beigebracht hat, auf sein Herz zu lauschen, auf seine Seele zu lauschen, seiner Seelenbotschaft zu folgen und im Einklang mit sich selbst und damit auch im Einklang mit Mutter Erde zu sein, mit der Umwelt. Stell dir das mal für einen Moment vor. Trotz unserer Technik, trotz unserem technischen Fortschritt und allem und unserer Zivilisation, in der wir, unsere sogenannte Zivilisation, in der wir leben. Das darf alles weiterhin da sein. Aber stell dir mal für einen Moment vor, jeder würde in Kontakt treten mit seiner Seele, mit seinem Herzen. Und würde das machen, was ihm selbst entspricht. Würde in Einklang kommen, also mit anderen Worten, mit sich selbst. Gäbe es da noch Unfrieden da draußen? Gäbe es da noch Krieg? Wenn sich jeder seiner wahren Größe, Kraft und Stärke bewusst wäre, das, was ihn, was dich einzigartig macht. Gäbe es dann irgendwelche Mächte, Regierungen oder andere Menschen, die überhaupt auf die Idee kämen, jemanden dazu anzustiften, gegen jemand anderes gewalttätig zum Beispiel zu sein? Wahrscheinlich nicht. Oder sehr wahrscheinlich nicht. Man könnte vielleicht auch sagen, zu 100% nicht oder garantiert nicht. Wenn absolut jeder Mensch auf diesem Planeten mit sich selbst im Einklang wäre, bei sich selbst wäre, in seinem Herzen, in seiner Seele, in Verbundenheit mit seiner Seele und das machen würde, was seinem Seelenplan entspricht, was seine Seele sich mal vorgenommen hat, als sie hier in diesem Körper zum jetzigen Zeitpunkt auf der Erde, an dem Ort inkarniert hat. Also, wo beginnt der Weltfrieden? Der beginnt bei jedem von uns selbst. Wenn du mit dir selbst im Einklang bist, wenn du, und man könnte es so gesehen auch schon ein bisschen als Verpflichtung ansehen, seinen Seelenplan zu entdecken und ihn zu leben im Hinblick auf Weltfrieden. Wenn du im Einklang mit dir selbst bist, wenn du mehr und mehr zu dir selbst findest, deinen Seelenplan entdeckst, ihn beginnst zu leben und dich um dich selbst kümmerst, du merkst schon, das hat nichts mit Egoismus zu tun. Welche Ausstrahlung hast du dann auf dein Umfeld, auf deinen Partner, auf deine Kinder, auf deine Familie? Was strahlst du da aus? Wie ansteckend wirkst du da mit dieser Energie, wenn du mit dir im Reinen bist, wenn du das machst, was dein Herz wirklich möchte? Und diese Ausstrahlung, diese Energie, die du ausstrahlst, wo du andere mit ansteckst, zunächst mal in deinem engen Umfeld, die breitet sich doch weiter aus über dein Umfeld, auf deren Umfeld nochmal, auf das ganze Dorf letzten Endes, auf die Nachbarschaft erstmal, auf das ganze Dorf, auf die ganze Gemeinde, auf das ganze Land, in dem du wohnst. Wenn wir jetzt weiter hier von Deutschland ausgehen, auf alle Bundesländer über Deutschland hinweg, an alle angrenzenden Länder und darüber hinweg und schließlich sind wir bei der ganzen Welt angelangt. Macht das Sinn, dass bei jedem selbst der Weltfrieden anfängt und dass man unter den Aspekten es auch als seine Verpflichtung ansehen könnte, zu sich selbst zu finden, seinen Seelenplan wirklich zu entdecken, in die Kommunikation immer und immer wieder mit sich selbst zu gehen und herauszufinden, was ist mein Ding, was ist mein Seelenplan? Indem man sich immer und immer wieder diese Frage stellt und sich so immer und immer wieder in erster Linie mit sich selbst beschäftigt.
Ich denke, daran wird klar, dass das nichts mit Egoismus zu tun hat und was da auch dazu gehört, wenn du dich um dich selbst kümmerst, dass du darauf achtest, was du hier in dein Köpfchen reinlässt. Ich gehe mal von an, jeden Tag oder alle 2 Tage, je nachdem, duschst du. Vielleicht auch einmal die Woche Badewanne, wie auch immer. In meiner Kindheit gab es früher noch die Variante, samstags wird gebadet. Und so machen wir ständig, wir putzen die Zähne, wir waschen unser Gesicht, machen morgens Katzenwäsche, wenn wir nicht duschen oder wie auch immer, ist ja auch egal. Wir pflegen unseren Körper, wir sorgen dafür eine gewisse Hygiene. Aber wie ist es denn hier mit deiner Gedankenhygiene? Was lässt du da rein? Ich kenne auch noch die Prägung, insbesondere aus meiner Schulzeit, einmal am Tag Nachrichten schauen, einmal am Tag Tageszeitung lesen. Und ich fand es so ein bisschen erschreckend ja auch noch, ich habe meine Kinder ja auch dem klassischen Schulsystem ausgesetzt und dann eben zu Hause geschaut, dass ich da so einiges dann nochmal revidiert habe und ihnen klar gemacht habe in unserem Schulsystem, ich hatte früher nicht den Mut, Deutschland zu verlassen, weil das eben das Resultat gewesen wäre. Ich hatte nicht den Mut, Deutschland zu verlassen, also geht es jetzt darum, dieses Schulsystem zu durchlaufen. Aber da geht es einzig und alleine darum, den Lehrplan durchzuziehen. Und ansonsten habe ich versucht, meinen Kindern außerhalb dieses Lehrplanes beizubringen, wie das Leben funktioniert und dass es andere, wesentlichere Dinge gibt, als einen Lehrplan in der Schule zu durchlaufen. Und das ist mir die Woche nochmal so bewusst geworden. Oder überhaupt auch so in der Schule, als es dann auch darum ging, ab einer gewissen Stufe geht es ja dann um Politik und die Kinder werden angehalten, jeden Tag Nachrichten zu schauen. Dann ist in dem Fach Politik, geht es dann wirklich um politische Dinge, wo die dann auch Nachrichten schauen müssen und solche Dinge. Wie schwer das im Grunde genommen meinen Kindern gefallen ist, die immer gesagt haben, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und das konnte ich so gut empfinden, weil solche Themen bei uns in der Familie nie irgendwo ein Thema waren. Bei uns läuft nicht einmal am Tag Nachrichtensender. Das ist bei uns nicht üblich. Klar, in der Schule, da, wenn wir die Entscheidung getroffen hatten, dieses Schulsystem zu durchlaufen, ging es da in dem Moment einfach darum, in diesem Jahr oder in diesen 2, 3 Jahren dieses Fach zu überstehen und sich da irgendwie zu arrangieren. Aber mir ist dann nochmal bewusst geworden, auch durch eine Aussage von meinem Sohn die Woche, dessen Freund zurzeit im Ausland unterwegs ist, auch ich möchte jetzt gar nicht das Land nennen, um da irgendwo nicht Energie da reinzustecken. Und er sagte, ich wusste gar nicht, wie die politische Lage da ist, wie brenzlig, prekär das dort eigentlich ist. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, wie sehr wir doch eigentlich so in unserer eigenen Welt leben. Und stell dir mal vor, wenn du dich davon auch löst, falls du es überhaupt nicht schon gemacht hast, wenn du dich davon löst, mal hier zu schauen, was du in deinen Kopf reinlässt, dass du mal aufhörst, das habe ich schon 2011 gemacht. Nee, das muss schon früher gewesen sein, ist ja egal. Ich habe da nicht so das Gefühl für ein Datum. Muss früher gewesen sein. Aufgrund einer gewissen Begebenheit aufgehört, Nachrichten zu lesen, aufgehört, Nachrichten zu hören und aufgehört, Nachrichten zu schauen. Weil ich einfach gemerkt habe, mit wie viel Ängste ich mein Gehirn damit füttere. Und dann kommt natürlich, und das höre ich auch oftmals von meinem Gegenüber, wenn ich das so als Empfehlung weitergebe. Ich muss doch wissen, was in der Welt geschieht. Ich muss doch wissen, was da draußen los ist. Wozu? Wozu müssen wir hier wissen, was irgendwo geschieht? Was machst du denn mit dieser Information? Du änderst damit an dieser Situation nichts. Du gibst dieser Situation dort allenfalls noch Energie. Weil unsere Gedanken sind nicht nichts und auf der Gedankenfrequenz, auf der wir uns bewegen, diese Energien senden wir aus. Also auf eine unbewusste Art und Weise unterstützen wir diese Energien auch noch.
Und auch wenn ich in der Richtung wirklich komplett Medienfasten mache, ich bekomme trotzdem irgendwo was mit. Sei es, dass mir jemand was erzählt, was ich, auch wenn ich es nicht wissen will, aber man bekommt es trotzdem erzählt, oder wenn man irgendwo hockt und kriegt irgendwelche Gespräche mit am Nachbartisch oder so, man bekommt trotzdem mit, was irgendwo los ist. Und meine Situation oder meine Art und Weise, damit umzugehen, ich schicke Licht und Liebe und Kraft und Energie in diese Region, wenn ich gerade irgendwas davon höre. Und die Menschen am Nachbartisch, auch denen schicke ich Licht, Liebe und Energie, weil sie sind sich dessen ja gar nicht bewusst, mit diesen Gesprächen, indem sie diesen Situationen Energie geben, was sie eigentlich damit erreichen. Nämlich eigentlich genau das Gegenteil, was sie vom Herzen her möchten. Und es macht da auch keinen Sinn, missionarisch unterwegs zu sein. Du bist hier in der Gruppe, weil du einen anderen Weg geben möchtest. Und deshalb gebe ich dir das jetzt auf diesem Weg hier auch so mit. Und so gesehen hängt das Thema Weltfrieden, Seelenfrieden und dein Seelenplan auch in einem gewissen Zusammenhang. Okay. Das ist so, ja, das Thema, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, Gedankenhygiene zu machen, zu schauen, was du in dein Gehirn reinlässt, und die Dinge, die du in dein Gehirn reinlässt, das sind ja letzten Endes die Dinge, mit denen du dich letzten Endes tagsüber bewusst oder auch unbewusst beschäftigst, was deine Gedanken verursachen. Und wenn du dich mit einem einzigen Thema beschäftigst, nämlich mit der Frage, was ist mein Seelenplan, was entspricht mir, meinem Herzen, was entspricht meiner Seelenaufgabe, warum bin ich hier, was macht mich einzigartig, dann wirst du Antworten bekommen. Und diese Fragen stellen und dann auch natürlich ein Stück weit loslassen, nicht mit der Erwartungshaltung, du stellst die Frage und zack, ist die Antwort da. Wir haben das nie gelernt. Die Seele, das alles, was ist, diese Energie, die dich umgibt, deine Schutzenergie, dieses höhere Selbst oder welchen Gott, Jesus Christus, egal welchen Namen du dieser Energie geben möchtest, das sind ja alles nur menschliche Namen, die wir diesen Energien gegeben haben. Die antwortet dir, die schickt dir die Impulse, die Gedanken, die Ideen, die Aspekte. Da sind wir wieder bei dem Thema, wie hilfreich es ist, im Hier und im Jetzt zu sein. Das war, glaube ich, das Thema von gestern oder vorgestern, weiß jetzt nicht genau. So schließt sich dieser Kreis nochmal. Du bekommst die Informationen, dir wird immer klarer, warum du hier bist, was deine Seelenaufgabe ist. Und du bist ja auch hier schon mal dabei, weil du dich grundsätzlich auf den Weg gemacht hast. Und bleib auf diesem Weg, beschäftige dich immer wieder mit dieser Frage. Du wirst sehen, dass du immer mehr Informationen und Aspekte zu deiner Einzigartigkeit bekommst, zu deinem Seelenplan, und schau parallel dazu, was du hier in dein Gehirn reinlässt. Im Hinblick auf Seelenfrieden, im Hinblick auf Seelenplan entdecken und letzten Endes auch im Hinblick auf den Weltfrieden. Okay, so, jetzt schaue ich mal noch, was ihr mir hier so reingeschrieben habt. Evelyn, Weltfrieden, bin ich gleich am Leben, und was dafür am Tun, sende Botschaften. Sehr gut, liebe Evelyn. Evelyn mit I, vielen Dank. Vergeben, verzeihen, lieben, Freude, Geduld und Ruhe. Sehr, sehr schön. In meiner Mitte sein. Sehr schön. Bei jedem Schluck Wasser trinken verbinde ich mich mit dem Frieden in mir, in dir, mit der Welt. Das ist sehr, sehr gut. Sehr gute Metapher, liebe Evelyn. Danke fürs Teilen und auch danke für diesen Hinweis. Wenn ich morgens aufstehe, das Erste, was ich mache, ich trinke ja auch ein großes Glas Wasser erstmal. Ich habe so einen Untersetzer, da ist die Lebensblume drauf. Dieses Glas Wasser stelle ich mir abends immer schon bereit, stelle dieses Glas Wasser auf die Lebensblume, damit da entsprechende Energien auch über Nacht reinfließen können. Und dieses Wasser trinke ich dann morgens und immer mit den Gedankenenergien. Ruhe, Frieden, Harmonie, Gesundheit, Licht, Liebe, Heiterkeit, was mir gerade so in den Sinn kommt, Schluck für Schluck, so trinke ich dieses Wasser auch. Sehr, sehr gut, Evelyn. Danke für diesen Hinweis.
Evelyn mit Y, genau, ich schaue auch schon lange keine Nachrichten mehr. Ne? Und dann merkst du wahrscheinlich auch, Evelyn mit Y, wie gut das einfach auch tut. Nachrichten, Zeitung, Fernsehen, lese, sehe ich. Schönheit. Schon seit Jahren keineswegs mehr. Wichtig für mich bekomme ich. Das, was wichtig für dich ist, bekommst du mit und damit in Licht und Liebe, damit ich es unterstützen kann. Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Alles ist miteinander verbunden und bekommt Kraft. Sehr, sehr gut. Also, lasst uns diese Energien, die wir hier in unserer Gruppe auch aufbauen, auch weiter aussenden, dass noch mehr Menschen einfach ja, diese Informationen bekommen, noch mehr Menschen aufwachen und ja, vielleicht auch noch mehr Menschen hier in die Gruppe kommen, die sich untereinander in der Richtung inspirieren und unterstützen können. Und dann macht es noch auch mal die Gemeinschaft. Ja? Wir sind nun mal auch in der Richtung nicht dazu konditioniert, alleine immer zu sein, sondern wir wollen ja die Gemeinschaft. Wir brauchen die Nähe, wir brauchen die Geborgenheit in uns selbst, aber auch miteinander. Gut, ihr Lieben, ich schicke euch eine ganz liebevolle Umarmung, habt einen wunderbaren Tag und wir sehen uns morgen nochmal in neuer Frische. Bis dahin, ciao!